Mein Name ist Klaus Behler, ich bin Professor für Physik und Lasertechnik an der Technischen Hochschule Mittelhessen, dort im Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung. Und wir sind hier heute im Wald unterwegs mit Studierenden, mit neuen Studierenden im Rahmen eines sogenannten Physikcamp. In diesem Versuch, den wir hier durchführen, messen die Studierenden in Abhängigkeit der Höhe bei einer Wanderung die Änderung des Luftdrucks. Hier geht es darum, dass die Studierenden zum einen sehen, wie man misst, wie man Messungen ausarbeitet, analysiert und später die Messungen im Rahmen von Präsentationen zusammenfasst. In Vorbereitung dieses Versuchs haben die Studierenden selbst das entsprechende Messequipment elektronisch entwickelt. Das heißt, die Studierenden haben gelernt, wie man elektronische Geräte baut, programmiert und heute dann anwendet. Hi, ich bin Idiotima, studiere im zweiten Semester medizinische Physik. Und ich habe so eine Schnittstelle zwischen Medizin und Physik gesucht, weil ich nicht nur reine Medizin oder reine Physik studieren wollte, sondern die technische Richtung, aber trotzdem die medizinische Richtung so vereint haben wollte. Und was ich sehr interessant finde, dass man halt direkt von Anfang an das Labor gewöhnt wird und diese praktischen Phasen von Anfang an eben mitmachen kann. Hi, ich bin der Johannes. Ich studiere angewandte Physik an der THM im zweiten Semester. Und ich habe mich für das Studium entschieden, weil ich die Naturwissenschaften sehr interessant finde und die Hochschule hier sehr interessante Events anbietet, die auch sehr spaßig sind zum Mitmachen und man sehr viel Praxiserfahrung sammeln kann.